Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum FIFA 15 Karrieremodus mit Werder Bremen. Ja, im letzten Spiel wurden wir ein bisschen zerfickt von Bayern München. 2-0 verloren, haben nicht wirklich was Gutes kreieren können, aber es war halt auch der große FC Bayern und durch dieses Spiel hat uns Borussia Dortmund überholt. Wir sind nur noch auf Rang 4, immer noch top, vor allen Dingen da wir 8 Punkte Vorsprung vor Rang 5 haben und ja, Dortmund und Bayern sind immer noch in Reichweite, also da ist noch nicht das letzte Wort geschrieben. So, und bevor wir jetzt ins nächste Spiel gegen Köln gehen, wollte ich noch mal kurz bei einem Spieler für die nächste Saison anfragen. Und zwar wäre das der Halilovic vom FC Barcelona. Wie wird denn der geschrieben? Halilovic, da ist er doch. Alain, Alain, der auf jeden Fall. So, der ist jung, ein aufregender Mann für die Zukunft, spielt bei der zweiten Mannschaft von Barcelona, ist ein Kroate. Und da fragen wir mal an, was der denn so kosten würde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf Video aufgenommen habe, ne? Hier YouTube-Videomäßig, oder ob ich das vorher mal getestet habe, ihn anzufragen, als ich die Karriere gestartet habe. Und aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob die zu viel wollten oder ob er einfach, ob sie ihn einfach nicht gehen lassen wollten. Vielleicht ja jetzt. Mal sehen. So. Und dann schauen wir mal. Ich habe so im Vorbeigehen schon gesehen, dass das nicht top aussieht mit unserer Mannschaft. Ja, hier sehen wir es nochmal. Yildirim ist in super Form, aber nicht ganz ausgeruht. Dann haben wir Davy Selke, der auch noch nicht ganz ausgeruht ist, aber in einer guten Form. Ich würde da aber lieber mal den Pedersen spielen lassen und Öztunali nehmen wir mal raus. Dafür kann der Goretzka rein. Haben wir sonst noch was? Ja, Obraniak kommt dann, oder? Ne, Obraniak kommen wir mal gleich rein. Komm, das hat er sich verdient. Und rechts, obwohl der Hajrović ist gerade ganz gut drauf. Den lassen wir erstmal noch drinnen. Ich würde sagen, der Brand spielt durch. Ansonsten kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin mit dieser Mannschaft. So können wir ins Spiel gehen. 16.30 Uhr im Kölner Waldstadion bei Heiterkeit, Sonnenschein, was auch immer ich da gerade sagen wollte. Egal, es ist gutes Wetter. So, bringen wir es mal auf den Punkt. Und ich denke mal, da spielt sich das doch schon besser. Spielt sich das ein bisschen, ja, direkter. Ich hoffe, es fühlt sich so an, als wenn ich mal Einfluss hätte aufs Spiel. Denn das kritisiere ich ja immer. Bis jetzt war das ganz gut. Der sah doch schön aus, der Pass hier. Oh, da kam der Pass von Pedersen nicht durch zu... waren das so Brandjagd bestimmt, ne? Der ZOM ist da durchgelaufen. Was? Bargfrede, was ist da los? Hat der Scoffé. Und einen kurzen Einwurf wollte ich eigentlich machen. Ganz schnell Ballverlust. Viel zu schnell. Viel zu schnell, aber das war ein schlechter Abschluss. Von der Nummer 22. Ich weiß gar nicht, wer es war. Dreh dich mal bitte um. Genau. Egal. Der Helmes war es nicht. Jetzt wollte ich mal einen weiten Abschuss machen. Habe ich jetzt so Intus gehabt von den Online-Spielen, die ich mit dem Hülfe zusammen gemacht habe. Vielleicht bringen wir da auch nochmal was raus. Wenn es die Leute interessiert. So, jetzt muss ich erstmal der Pedersen durchsetzen hier. Zeigt er nochmal seine Physis? Ah, ich glaube, das sieht nicht so gut aus. So, hier nochmal ganz wichtig. Gegen Rassismus! Ach, der Stadionsprecher hat gerade ein bisschen gegen Rassismus gesprochen. Definitiv eine gute Sache, aber ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Nein, wir konzentrieren uns mal auf den Antirassismus hier. Das muss auch mal gemacht werden. Und wieder grätscht noch ein Kölner dazwischen und hindert uns am guten Angriff. Schon das dritte Mal jetzt. Und den Köpfen raus, den Köpfen raus. Gefee braucht nicht eingreifen. Köln mit den Chancen allerdings keine richtig guten. Also da musste ich noch keine Angst haben. Das war abseits. Aber er kann ja mal schießen, ne? Zeigen, was man kann hier.
Hätte ich vielleicht ein bisschen früher spielen sollen, vielleicht hätte es dann geklappt. Aber nun gut, ist ja noch jung das Spiel, 20 Minuten knapp gespielt, da kann auch so einiges passieren. Brandt kann jetzt mal über die Außen kommen, aber er kriegt hier keine richtige Geschwindigkeit drauf. Oh, 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 faul von mir, ne? Bestimmt. Ja, ganz böse. Tut mir leid. Möchte ich mich jetzt nochmal als Trainer auch im Namen meiner Spieler entschuldigen. Ironie aus. So, Braniak, zeig mal, was du kannst. Schnell kann er nicht. Und Prödel, bitte wieder zurück. Der sollte sicher sein. Schön, Hajrovic. Ach, der Pass war schlecht. Da hat sich Pedersen aber auch nicht so gut bewegt. Jetzt irgendwie einen Ball gewinnen und mal einen guten Konter fahren. Oder ich versuch's mal wieder mit ein bisschen Ballgeschiebe im Mittelfeld, sodass sich da Räume einstellen. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Aber erstmal müssen wir hier das Tor nicht kassieren und da habe ich voreilig gehandelt. Mit Skouffé gerade, aber das ist nochmal gut gegangen. So, ein bisschen durchlaufen. So geht's natürlich auch und dann werden wir da weggestoßen. Kein Durchkommen. Oh, oh, haben Ball noch gerade so durchgesteckt. Brandt, komm, du schnell. Nils Pedersen kommt nicht an den Ball mit dem Kopf. Hätte da einen schönen Flugkopfball machen können, aber nein. Ach komm, Goretzka, das kannst du besser. Das kannst du besser. Wieder eine super Chance, einfach liegen gelassen. So schade manchmal, so schade. So, da laufen sie durch. Holen wir uns mal wir holen uns den Freistoß. War schon böse. So, da steht keiner. Da in der Mitte. Kann ich den anspielen? Vielleicht, wenn ich scharf genug passe. Ah, Braniak. Geht auch zum Ball. Jetzt muss Prödel hier die Außen zumachen. Der läuft schon wieder ganz schön viel. Ach Leute, spiel doch einen Pass, wenn ich drück. Was ist denn das hier? Oh, schlechtes Verhalten von mir. Aber wir haben ein bisschen ausgemerzt. Huch, gar nichts. Lass doch weiterlaufen. Nee, das stimmt da noch nicht. Da muss ich ein paar Wechsel vornehmen. Allen voran Obraniak. Der ist irgendwie, ich weiß es nicht, der ist so langsam. Mit dem kann ich nicht so gut arbeiten. Da muss der Yildirim rein in der zweiten Halbzeit. Die ja gleich beginnt. Das klappt da besser. Weil Goretzka. Komm, einen Angriff schaffen wir noch. Oder auch nicht. Wieder sehr lange gebraucht, um den Ball zu spielen. Kein Abseits, kein Abseits, Skouffé! Boah. Nochmal das Tor verhindert. Vor der Halbzeit. So, jetzt aber die Ecke auch noch. Hier, komm. Skouffé. Boah. Die Ecken, wenn die so getreten werden, sind richtig gefährlich. So, jetzt habe ich wieder die Zwischenstände weggehauen, aber ist ja auch egal. So, den Prödel haben wir mal rausgekommen. Der hat hier schon, der ist sehr viel gelaufen. Und vorne holen wir mal den Yildirim rein für den Obraniak. Das gefällt mir nicht so. Rechts kann der Bartelsran, der Pedersen, darf heute mal ein bisschen länger spielen und der Davy sich ein bisschen ausruhen. Hat ja ganz okay gespielt. Komm, Pedersen. Nein! Nein! So gut gedacht. So schlecht vollendet. Weil ich schön rein können, ne? So gedacht, so schlecht gemacht. Naja, was soll's.
in der Aufregung, im Eifer des Gefechts. Ja, ich würde auch mal gern vom Brand ein bisschen mehr sehen. Der ist noch fit, der kann auch laufen. Kann sich noch hier einen Arsch ablaufen, gerne. Den Ball behält er nicht. So, schlecht gespielt von mir. Hätte ich mal auf dem Radar gucken sollen, ob da nicht noch irgendwo ein anderer frei ist. Oh, jetzt spielt Köln ja mit Hackespitze 1, 2, 3. So. Ach, wieder so übereifrig. Da hätte ich doch... Manchmal denke ich mir, ich muss die Mechanismen von FIFA ein bisschen mehr wirklich mir einprägen. Denn dass das nicht geht, müsste ich eigentlich wissen. Da wollte ich doch gar nicht hinspielen. Ich habe doch nach oben gedrückt. Meine Güte. Aber ein bisschen Realismus muss schon sein, ne? Also da muss mir das Spiel auch ein bisschen entgegenkommen. Denn ich habe gute Ideen, das weiß ich. Ich kann sie mit FIFA nur leider nicht so verwirklichen, wie ich das gerne hätte. Schieß doch! Mann! Wieder sowas. Ball abgeben. Wupp. So, jetzt können wir Köln aber mal ein bisschen zurückdrängen hier. Und was für ein leichter Ballverlust. Spiel, genau. Ach, das gibt's doch nicht, dass da nichts frei ist. Caldirola jetzt mal, was macht denn der da? Was macht der da? Was macht der da? Pedersen schießt! Pedersen macht das 1:0! Gut, dass der Caldirola da nach vorne gelaufen ist. Konnte sich da gut durchsetzen. Aber der Pass, ne? Da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass der Pedersen wieder nicht direkt geschossen hat, so wie ich das eigentlich wollte. Da, ne, kamen schon die ersten Zweifel wieder hoch. Aber er hat mich eines Besseren belehrt. Er kann's ja doch noch. Oh, oh, oh. Ah, ob man da direkt fallen muss, ich weiß ja nicht. Aber bis jetzt läuft's ganz gut. Wir müssen jetzt defensiv ein bisschen stärker werden, dass wir hier nicht wieder ein Gegentor bekommen. Aber ich denke mal, wenn ich mich konzentriere, ne, dann sollte das machbar sein. Wenn wir als Mannschaft defensiv gut stehen, verschieben, ne, heißt ja so schön. Oh, hier, nicht anzeigen, machen. Sowas liebe ich ja, ne, wenn die Spieler hier einfach nur einen Finger heben immer. Der ist abseits. So, sehr schön, Brand. Oh, Pedersen, nicht gut genug. Ah, da war der Ball ein bisschen zu langsam gespielt und Pedersen konnte auch keinen Druck mehr hinterbekommen. Schade. Nein, Pedersen, ich dachte, er kriegt den Ball noch. Kann ihn noch nach oben spielen. Gebre Selassie muss jetzt hier auf den Außen ein bisschen was zeigen. Bisschen seine Defensivkunst zeigen. Macht er. Macht er. Komm. Özcanali, klasse. Özcanali sag ich schon. Gildirim. Klasse durchgesteckt. Schieß! Oh, da hätte ich noch laufen können, eine. Aber ich kann ja nicht wissen, dass er da grätscht. Nun gut. Schauen wir mal, ob das hier was. Oh, oh, wo liegt der Ball? Okay, nicht in meinen Händen. Okay. So, wir hätten das 2:0 machen müssen. Wir hätten es wirklich, oder machen können zumindest, wir hatten große Chancen. Und holen uns jetzt nochmal den Einwurf, ein bisschen weiter nach vorne verschieben, ne? Leute, ich biete euch an, Dankeschön. Und Schuss und kein Tor! Hält er den? Wie macht er das denn? So, da ist aber noch was drin, da ist noch was drin. Oh, oh, okay. Okay, Bartels. Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Doch. Caldirola wieder.
Na, war das nicht ein Rückpass? Also ich habe den nicht dahin gespielt, ich wollte nach hinten zurück. Aber dieses Stochern von den eigenen Mitspielern gilt denn wahrscheinlich nicht als Rückpass. Schade eigentlich. Hätte gern gesehen, wie er den Torwart da in die Bredouille gebracht hätte. Oh, oh. Jetzt kommt's wieder. Das Verteidigen in den letzten Minuten. Stark. Stark. Pedersen, komm. Die machen auf. Bartels. Bartels macht das 2 zu 0. Und einen schönen Booty Dance. Sexy. Der Finn vollendet hier. Kann man gleich mal so hinschreiben, ne? Finish him. 2 zu 0. Ja, jetzt sollte wirklich alles sicher sein. 3 Punkte im Sack. Müssen wir. Oh. Oh, von wegen 3 Punkte im Sack. Doch, jetzt 3 Punkte im Sack. Mal zu 0, endlich. Ja gut, gegen Bayern war es ja auch nicht zu 0. Zu 0 verloren, leider. Ja, wir waren eindeutig die bessere Mannschaft. 6 zu 1 Schüsse aufs Tor. Weniger Ballbesitz, aber dafür eine höhere Schussgenauigkeit. Ne? Da kommt es drauf an. Wir haben uns die Chancen erspielt. Die Wechsel haben gepasst. Und schauen wir auf die Tabelle. Wir sind wieder Dritte. Dortmund hat nur unentschieden gespielt. Ich glaube, die hatten 47 vorne. Ja, müsste hinkommen. So, und Bayern spielt noch. Und müssen wir mal schauen, wie das wird. Und vielleicht kriegen wir jetzt auch schon eine Antwort. 11 Millionen für Halilovic. Den könnte ich für weniger bekommen. Ja, gut. Also ich sag mal, wenn ich hier nur 5 oder 6 Millionen ausgeben muss für den, nehme ich den. Gerne. Ist ein Riesentalent. Kann bis zu, oh Gott, was waren das? Ich glaube 86 oder 87er Potenzial hat er. Also dass man da, das erreicht man definitiv. Und er kann sich noch höher entwickeln. Ist natürlich nicht so schlecht. So, und bald ist auch ein Monat rum. Das heißt, wir kriegen wieder ein bisschen Infos über unsere Jugendspieler und nach Südafrika wollen wir nicht. Danke. Was würden die mir eigentlich bieten? Ach, sehe ich hier gar nicht, ne? Ich krieg kein Gehalt als Nationaltrainer. Denn nicht. Nö, danke. Ohne mich. Bin ja schon ein bisschen geldgeil, was das angeht. Also, wenn ich hier hart arbeite, ne, dann will ich auch bezahlt werden. Haben wir denn hier Pressekonferenz gegen Mainz, da sagen wir erstmal gut gemacht, ne? Aber geht noch besser, ein bisschen motivieren. Und Lukimia will nicht mehr auf der Bank sitzen. Er sitzt nicht mal auf der Bank, oder? Er ist doch derselbe Spieler. Tja, so schnell kann es gehen. Aber ich weiß nicht, ob wir den verkaufen sollen. Ich müsste mal schauen jetzt. Ich habe den Hüsing noch als Innenverteidiger und Lukimia. Galvez und Caldirola auch noch. Prödel geht. Also Prödel geht definitiv. Prödel geht definitiv. Oh, ich würde gerne, warte mal. Caldirola und Prödel. Prödel ist der gelbe oben. Caldirola der blaue. Und ja, defensiv ist Prödel ein bisschen besser. Aber was die wichtigen Sachen in der Offensive betrifft, also passen zum Beispiel oder ein bisschen Dribbling, mehr Tempo, da ist Caldirola deutlich besser. Und ja, dann will ich jetzt mal 24 zu 27, da Prödel definitiv gehen will oder den Vertrag nicht verlängern will, würde ich sagen, wechseln wir Prödel mal aus. Bargfrede ist Kapitän, das finde ich allerdings auch nicht so gut. Wir könnten das werden. Ich meine, der Bargfrede, ja, er ist jung, aber Steigerungspotenzial ist nicht da. Ein Öztunali, ob ich dem schon. Ja, komm, ne? Komm, dem Öztunali geben wir das. Oh, Goretzka hat sich gesteigert. 74, top. Oh, dann könnte man eigentlich. Könnte den Goretzka auch in die Startelf stellen, ne? So langsam. Aber wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Dann mache ich mir denn in der nächsten Folge ein bisschen Gedanken. Ansonsten passt das erstmal und jo, war doch recht erfolgreich, ne? Also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Könnt mich auch gerne beschimpfen in den Kommentaren, für was auch immer.
Ich bin offen für alles. Und teilt das Video oder den Channel oder alles. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch? Favorisieren und so ein Schrott, alles. Ne? Ach, mir egal. Über Support würde ich mich gerne freuen. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.